Servus miteinander, das ist der Martin im Auftrag von OLED. Ich darf euch heute die neue Goba vorstellen. Goba ist eine kleine Sicherheitslampe, die gibt es in verschiedenen Gehäusefarben, also orange, grün und in einer schwarzen Version. Und sie wird verkauft in einer Basisversion, ein Licht und ein Clip oder in einer Kit-Version. Und was also in der Kit-Version drin ist, schauen wir uns einfach gemeinsam an. Wenn man die Schachtel einmal aufgekriegt hat, sieht man schon einmal ein Licht da drinnen, eine Bedienungsanleitung natürlich, da wollen wir das rauskriegen. Es gibt natürlich ein Ladekabel, das ist im USB-C-Standard, eine Halterung zum Anklipsen an AMOLED-System, dem entspricht auch da innen drin, sieht man, das so einen Widerhaken, also eine Halterung. Ein Schraubenzieher, ein kleiner, was es mit dem auf sich hat, erkläre ich auch gleich. Und natürlich das Licht. Da muss man da dahinter ein bisschen nachschauen. Den Karabiner rausfummeln, Karton durch zur Seite. Und wir finden das Goba Kit. Um ein Goba rausnehmen zu können oder zu laden, muss man es einfach um eine Viertelumdrehung drehen. Da ist eine Art Bajonettverschluss drauf. Und da hinten, wie man gleich erkennt, ist eine Gummilasche. Darunter verbirgt sich der Ladeport. Das Goba Kit hat aber noch ein bisschen mehr zu bieten und da kommt dann dieser Mini-Schraubenzieher ins Spiel. Wenn man da beim Karabiner den Bügel aufschraubt und den Stift rausnimmt, kann man diese Halterung in der Mitte auch da verdrehen. Ich hoffe, das sieht man so. Und dann einfach auseinanderklappen. Da hinein passt ein Apple AirTag, also eine Möglichkeit, um den Gegenstand, an den das Goba Kit angehängt ist, oder die Person, wenn ich zum Beispiel am Rucksack oder an der Schultasche vom Kind montiere, kann ich das dann über das AirTag tracken, wenn das notwendig ist. Zum Zumachen einfach wieder aufeinanderlegen, verschließen. Dann wird dieser Bügel wieder angeschraubt. Das ist ein bisschen fummelig, aber es soll ja auch nicht von alleine passieren oder soll auch jeder einfach erkennen, dass da drin ein AirTag versteckt ist. Danach kann ich einfach ein Licht oder, wenn ich möchte, beide Lichter montieren. Wie gesagt, aufsetzen. Man kann es nach links, also im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn aufstecken. Das ist egal. Also es funktioniert in beide Richtungen. Und dann hält man das schon. Zur Bedienung. Die Goba wird über einen Knopf in der Mitte bedient. Das gilt natürlich für alle Varianten. Drücken und halten, dann schaltet sich das Licht ein. Wir haben einmal ein weißes Licht. Über einen kurzen Klick komme ich in die nächste Stufe. Es gibt so ein RGB, rot, grün, blau laufendes Licht. Dann kann ich rotes Licht statisch, also permanent leuchtend. Natürlich auch grün oder blau permanent leuchtend. Die Helligkeit der Lampe sind ca. 4 Lumen in jeder Farbstufe und das Konstantlicht hat eine Laufzeit von 11 Stunden. Dieses RGB-Licht, nachdem jetzt da immer nur eine LED rennt, hat 28 Stunden Helligkeit, Laufzeit. Mit einem Doppelklick komme ich in den Blinkmodus hinein. Da blinkt entweder rot oder grün. Natürlich kann es auch blau blinken oder weiß blinken. Da habe ich eine Laufzeit von 21,5 Stunden. Mit einem Dreifachklick komme ich in einen SOS-Blinkmodus, entweder in rot, grün, blau oder weiß natürlich, und da habe ich 25 Stunden Laufzeit. Zum Ausschalten einfach den Knopf drücken und halten und dann schaltet sich das Ganze aus. Natürlich hat das Ganze ein Mode Memory, das heißt, wenn ich das nächste Mal wieder einschalte, bin ich in dem Modus, den ich zuletzt verwendet habe. Nachdem ich beim Kit ja zwei einzelne Lampen habe, kann jede von den Lampen auch was anderes machen. Ich bin mir sicher, euch fallen da viele Anwendungsszenarien ein, wie man das gut verwenden kann.
Die Goba ist ab Freitag im VIP-Sale erhältlich. 17,95 Euro kostet die reguläre Variante und das Kit, obwohl mehr dabei ist, kostet weniger als das Doppelte. Schreibt es mir bitte in die Kommentare hinein, welches Anwendungsszenario oder welche Anwendungsfälle ihr für eure Goba in Betracht zieht. Danke fürs Zuschauen, bis bald, auf Wiedersehen.